Sonne, die geht auf, na toll. Sie gibt uns nicht nur Licht, du weißt. Mein Name ist Philipp Köhler, ich bin Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Dettenheim und darf neben meinen Hauptaufgaben noch die spannenden Aufgaben mit der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe im Rahmen unseres Quartierskonzeptes begleiten. Wir haben jetzt hier aktuell das Quartier Rathausinsel, wo wir zurzeit auch eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung planen. Neben dem Rathaus ist auch noch der Kindergarten, Feuerwehrgebäude sowie verschiedene private Objekte, bei denen wir eine Nahwärmeversorgung prüfen und vielleicht auch umsetzen können. Wir haben hier geplant auf dem Rathausdach eine Anlage ca. mit 45 Kilowatt Peak zu verbauen. Wir haben jetzt aktuell im Sommer 2020 bekommen wir noch eine Klimaanlage im Rathaus. Wir sind jetzt momentan dabei, verschiedene Entwürfe oder verschiedene Möglichkeiten der Planung dem Gemeinderat vorzustellen. Die soll noch vor der Sommerpause passieren, sodass wir dann die Ausschreibung im dritten Quartal 2020 durchführen und geplant ist, die Ausführung im 2021 dann abzuschließen. Gut, aufgrund den guten Erfahrungen auf den anderen Dächern unserer Gemeinde. Wir haben sowohl in der Pfinzhalle Rosheim eine große Anlage mit ca. 75 Kilowatt Peak, wo wir auch teilweise Eigennutzung als auch Einspeisung haben. Dann haben wir aktuell bei der Erweiterung des Kindergarten Sternschnuppes noch eine reine Anlage zum Eigenverbrauch verbaut mit ca. 15 Kilowatt Peak. Zu Beginn der Photovoltaikphase gab es eine Bürgersolaranlage auf der Pestalozzi-Schule Liedolsheim. Auch privat nutze ich den Sonnenstrom. Ich habe eine Anlage mit ca. 10,54 Kilowatt Peak. Und erzeugt zwischen 1000 und 1500 Kilowattstunden im Jahr. Ich habe die Anlage schon seit dem Jahr 2012 und läuft störungsfrei. Ich denke, dass die meisten Angst haben vor der großen Erstinvestition. Jetzt gerade im Hinblick auf die steigenden Strompreise und der Möglichkeit, Eigenverbrauch und eventuell auch mit Speicherlösungen die eigenen Stromkosten dauerhaft auf einem konstanten Niveau zu halten. Für die Gemeinde Dettenheim ist der Betrieb von Photovoltaikanlagen natürlich wirtschaftlich, ökologisch und auch nachhaltig. Wir haben noch so viel Potenziale, wie vorhin schon dargestellt, auf den eigenen Gemeindeobjekten, dass ich denke, dass wir in künftigen Jahren vielleicht noch neue Anlagen dann ans Netz bringen.